Wenn wir uns mit der Frage nach Gott und nach der Existenz und nach der Notwendigkeit eines Schöpfers beschäftigen, dann werden wir über das Kalam-Argument, das Kalam-kosmologische Argument stolpern. Das Kalam-kosmologische Argument wurde von dem Gelehrten Al-Ghazali wie folgt formuliert, und zwar in drei einfachen Schritten. Alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Das Universum hat zu existieren begonnen. Deshalb hat das Universum eine Ursache. Was stellen wir jetzt hier fest? Wir stellen fest, dass wir hier gemäß der Naturgesetze ein sogenanntes Kausalitätsprinzip haben. Dieses Kausalitätsprinzip besagt nichts Geringeres, als dass wir, wenn wir etwas beobachten, dass das zum Beispiel, wenn wir beobachten, dass ein Ball in der Luft fliegt, dass dann zuvor jemand diesen Ball angestoßen haben muss, sei es mit dem Fuß oder sei es mit der Hand geworfen, damit dieser Ball in der Luft fliegt. Dieser Ball selbst kann sich nicht spontan dazu entscheiden, dass er einfach mal so durch die Luft fliegt. Denn damit ein Ball durch die Luft fliegt, müssten alle Moleküle, die in diesem Ball enthalten sein, in die Richtung schwingen, in die er fliegt. Aber für eine solche Schwingung der Moleküle braucht es eben nun mal eine Ursache. Und das ist eben in diesem Fall ein externer Stoß, ein externer Anstoß des Balles, der dann dazu führt, dass der Ball durch die Luft fliegt. Eine andere, viel einfachere Darstellung kann man sich wie folgt vorstellen. Im Kindergarten bauen Kinder und spielen Kinder oftmals mit Bauklötzen. Und mit Bauklötzen bauen Kinder gerne Türme. Jetzt, wenn ich aber weder Kinder in einem Raum habe, noch Bauklötze in einem Raum habe, kann es nicht sein, dass plötzlich durch das Fenster ein Windstoß weht oder dass einfach gar nichts passiert, also dass es überhaupt nichts ist. Es ist vollkommen ruhig in einer Wohnstube und wir haben weder Bauklötze in dieser Wohnstube, noch haben wir irgendeinen Menschen, der mit solchen Bauklötzen bauen kann. Und dann steht plötzlich ein fertig gebauter Turm aus Bauklötzen in der Wohnung. So etwas kann schlichtweg nicht passieren. Denn wenn tatsächlich in der Stube ein Bauklotzturm steht, dieser folgende zwei Prämissen benötigt. Erstens, ich brauche Bauklötze, mit denen der Turm gebaut wurde, und zweitens, ich brauche jemanden, der diese Bauklötze zu einem Turm zusammensetzt. Wenn ich eines davon nicht habe oder wenn ich gar nichts davon habe, dann kann nicht plötzlich ein Bauklotzturm im Wohnzimmer stehen. Ich denke, das ist vollkommen einfach gesagt. Von nichts, so heißt ein Sprichwort, kommt nichts. Wenn ich nichts habe und nichts dazugebe oder wenn ich das Nichts so bestehen lasse, dann wird auch nichts passieren, weil anhand des Nichts, was ja nichts ist, also was weder irgendeine Existenz ist, noch sonst irgendetwas, einfach nichts ist, was irgendetwas verursachen kann. Nichts bedeutet eben nichts. Und im kosmologischen Sinne bedeutet nichts ganz einfach, dass wir weder Raum, Zeit noch Materie haben. Wir haben nichts davon, was heute ins Sein gerufen ist. Alles, was heute existiert, war einmal nicht. Und in diesem Nichts, von dem wir immer sprechen, wenn wir uns auf den Anfang des Universums beziehen, gab es wirklich nichts. Weder Raum, Zeit noch Materie noch Naturgesetze, die irgendetwas regeln könnten. Es gab wirklich unvorstellbar nichts, einfach überhaupt nichts. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage vor dem Hintergrund, dass das Universum angefangen hat zu existieren. Wer hat dieses Universum denn nun in die Existenz gebracht? Denn wenn wir den Anfang des Universums haben, weil wir im Universum Zeit haben, weil wir im Universum begrenzte Materie haben, weil das Universum etwas ist, das nicht schon ewig ist, dann muss dieses Universum einen Anfang gehabt haben. Doch wir wissen auch, dass alles, was in die Existenz kommt, auch eine Ursache haben muss. Diese Ursache muss also notwendigerweise etwas Transzendentes, Ewiges, Immaterielles, Zeitloses sein, da wir ansonsten nicht erklären können, wie das Universum sonst in die Existenz gerufen worden sein soll. Und wenn es um etwas absolutes Nichts geht, dann muss man ganz klar sagen, wenn es um ein absolutes Nichts geht, dann ist letzten Endes
nicht erklärbar, wie das Universum zustande gekommen sein soll, weil wir niemanden haben oder nichts haben, warum das Universum plötzlich in die Existenz kommt. Wir haben nichts, warum plötzlich irgendetwas passieren sollte. Wir haben nichts, womit das Universum geschaffen wird. Und wir hätten niemanden, der das Universum erschaffen würde. Wäre der Naturalismus richtig, wäre der Naturalismus also falsch. Denn gemäß des Naturalismus dürfte überhaupt nichts richtig sein, weil es Wahrheit gar nicht gäbe. Und wenn der Naturalismus wahr wäre, was ja gar nicht sein kann, gäbe es nichts. Und dann gäbe es einfach nichts. Dann gäbe es weder wahr noch falsch. Dann hätten wir einfach gar nichts, ja. Und ich denke, wir haben das Grundprinzip verstanden. Das Problem, das wir haben, ist, dass jeder Bauklotzturm zwei Dinge braucht. Erstens jemanden, der diesen Turm baut, und zweitens Bauklötze, die dieser Person zur Verfügung stehen müssen, mit dem eben dieser Turm aufgerichtet wird. Und wenn eines oder gar beides wegfällt, keine Chance. Wir haben in der Physik und in den Naturgesetzen das Phänomen, wir brauchen für einen materiellen Prozess brauchen wir Materie, anhand der sich etwas verändern kann. Zeit, denn ein Prozess ist zeitgebunden, denn ein Prozess ist ja im Grunde etwas, was Veränderung durch Zeit eben bedeutet, sodass wir Zeit benötigen, damit überhaupt etwas geschehen kann. Wir brauchen Materie und wir brauchen Raum, in dem sich etwas manifestiert. Wir wissen, dass es vor dem Urknall nichts dergleichen gab, also muss das Universum einen externen Grund gehabt haben. Erstens das, weil wir eben beobachten, dass das Universum einen Anfang hatte. Und zweitens muss dieser Urgrund transzendent sein. Das bedeutet, er muss über Raum, Zeit und Materie stehen, damit Raum, Zeit und Materie überhaupt erst in die Existenz gerufen werden können. Manche Atheisten bedienen sich zur Antwort auf dieses Dilemma nun eines Taschenspielertricks. Sie müssen ja die Existenz Gottes leugnen. Und Hawking ist zum Beispiel gescheitert mit seiner Erklärung. Was hat Hawking gesagt? Wie hat Hawking den Beginn, den Anfang des Universums erklärt? Naja, Hawking hat doch im Grunde gesagt, dass das Universum durch die Naturgesetze sich selbst erschaffen konnte. Doch hier haben wir einen Fehler. Wenn die Naturgesetze einen Anfang hatten und wir von einem Punkt sprechen, in dem nichts existierte, also weder Raum, Zeit noch Materie noch Naturgesetze, dann kann das Universum nicht durch etwas entstanden sein, das letzten Endes gar nicht existiert. Da die Naturgesetze erst nach dem Urknall aufgestellt wurden, kann es also nicht sein, dass sich das Universum aufgrund der Naturgesetze selbst erschafft. Es ist auch ein vollkommener Irrglaube zu glauben, dass aufgrund der Naturgesetze allein etwas existiert. Nur weil 3 plus 3 6 ist, habe ich nicht, nachdem ich 3 plus 3 ist gleich 6 als Lehrer, als Mathematiklehrer an die Tafel schreibe, plötzlich 6 Euro in meinem Portemonnaie. Das wäre sicher schön, ist aber nur Wunschdenken. Das bedeutet, nur weil Naturgesetze alleine definiert werden können, heißt das noch nicht, dass nur weil die Naturgesetze wir haben, aufgrund derer auch etwas passiert. Denn ansonsten müsste ich 3 plus 3 ist 6 rechnen und plötzlich hätte ich 6 Euro in meiner Tasche. Das ist aber etwas, was wir tatsächlich nicht beobachten. Und was auch nicht geht zu sagen ist, das Universum hätte sich selbst geschaffen durch die Naturgesetze, denn von nichts kommt nichts, wir hatten nichts, es gab nichts, das bedeutet, das Universum hätte aus dem Nichts heraus entstehen müssen, dazu hätte es allerdings eines externen Transzendenten, also über Raumzeit, Materie und den Naturgesetzen stehenden Urgrund bedurft, damit die Entstehung und die plötzliche Existenz des Universums aus dem Nichts überhaupt erklärt werden kann. Und die Koexistenz von Gott und dem Nichts lässt sich auch sehr leicht erklären, denn wenn Gott existierte, also das Transzendente, der transzendente ewige Urgrund, aber wir auf der anderen Seite eben das Phänomen haben, dass wir letzten Endes sagen können, ja, von der Materie her gab es nichts, aber aus der Materie, also aus dem transzendenten Urgrund emanierte erst alles, dann gibt es natürlich aus der Sicht des Seins nichts. Aber dass das alles Sein ins
ins Sein erst ruft, in die Existenz erst ruft, das Transzendente, der transzendentale Urgrund, dann haben wir damit eine Möglichkeit gefunden, wie wir das erklären können, dass aus dem Nichts plötzlich etwas entsteht. Und wir haben da keinen Widerspruch, denn nichts ist ja nichts, was besteht, nichts ist nichts, was existiert, und daher haben wir auch nicht auf der einen Seite Gott, den transzendenten Schöpfer, und auf der anderen Seite das Nichts, sondern wir haben nur Gott alleine stehend, weil das Transzendente das Alleinige ist, das existiert. Und wenn wir jetzt fragen, Stephen Hawking ist ja gescheitert, also er kann nicht sagen, das Universum hat sich, hat sich selbst geschaffen, denn das Universum ist weder eine bewusste Entität, noch existiert überhaupt etwas, das bedeutet, es existierte nichts. Woraus und wie hätte also das nicht existente Universum sich selbst ins Sein rufen sollen, wenn das Universum selbst nicht existierte, grundsätzlich nichts existierte und das Universum auch keine bewusste Entität ist? Der andere Fehler, den Hawking gemacht hat, ist, dass er das aufgrund der Naturgesetze erklärt. Wir haben gesehen, 3 plus 3 ist 6, trotzdem habe ich nicht 6 Euro in meiner Tasche. Das bedeutet, das illustriert im Grunde einfach nur das, dass nur, weil ich ein Naturgesetz habe, ja, ich habe die Gravitation, aber das bedeutet nicht, weil ich gerade im Physikunterricht die Gravitation unterrichte und die Erdanziehungskraft erkläre, dass in jedem Raum jetzt parallel ein Stift runterfällt aufgrund der Erdanziehungskraft. Ich erkläre das Gesetz, aber aufgrund des Gesetzes allein, weil ich das jetzt gerade formuliert habe, passiert noch nichts. Also soweit so verständlich. Was wir auch sagen müssen und sagen können, ist ganz klar, wir können sagen, wenn ich auf der einen Seite Stephen Hawking habe, wie er das sagt. Das ist das, was er 2018 gesagt hat. Gehen wir mal ein paar Jährchen zurück ins Jahr 1988. Da hat er das noch vermeiden wollen, dieses Problem, weil er gesagt hat, das Universum ist ewig. Aber um dieses Problem zu vermeiden, hat er dann eben gesagt, ja, jetzt pass auf, das Universum ist ewig und damit ein geschlossenes System, und wenn das Universum bereits ewig existierte, dann haben wir ein geschlossenes System, sodass Gott nicht existiert. Dazu werden wir gleich kommen. Eine Sache, die Stephen Hawking noch gesagt hat, möchte ich ebenfalls noch behandeln. Er hat mal gesagt, Gott hatte keine Zeit zur Verfügung, das Universum zu erschaffen, also kann Gott nicht existieren. Und das ist wirklich ein sehr miserables Argument, das ich bereits mehrfach aufgriff und widerlegte, doch ich möchte es nochmals tun, wenn wir jetzt schon eine umfassende Analyse des Kalam-kosmologischen Arguments machen. Dann will ich einfach nur Folgendes dazu sagen. Wir haben die Situation, dass wir keine Zeit haben. Das bedeutet, wenn anfangs nichts existierte und aus diesem Nichts heraus das Universum entstand, dann haben wir vor, in Anführungszeichen, der Entstehung des Universums eben nichts. Ja, eben nichts und auch keine Zeit. Und die Zeit wiederum ist aber der Faktor, der an einen Prozess gebunden ist. Ein Prozess braucht Raum, Materie und eben auch Zeit, damit er im Raum, am Raum etwas verändern kann, damit er bei der Materie etwas verändern kann, und das alles durch Zeit. Wenn aber keine Zeit existiert, kann auch kein materieller Prozess stattfinden. Gibt es keine Zeit, so existiert auch nichts Materielles, und das Raumzeit Materie-Kontinuum wird nicht existieren ohne Zeit. So, und dann haben wir eben die Situation, dass dann eben Hawking erklären muss, wenn Gott schon keine Zeit hatte und das ein Problem ist, weil ja ohne Zeit nichts läuft und kein Prozess entstehen kann, sodass Gott nicht schaffen kann und den Schöpfungsprozess nicht ansetzen kann, dann muss er folgende Sache erklären. Wenn er dann behauptet, das Universum habe sich aus dem Nichts geschaffen, wie konnte dieser Prozess denn dann vonstatten gehen, wenn wir das Phänomen haben, dass wir keine Zeit hatten? Wenn er sagt, Gott, weil jeder Prozess braucht Zeit, das bedeutet, Gott kann den Schöpfungsprozess nicht gestartet haben. Wenn das Universum sich durch die Naturgesetze aus dem Nichts entwickelt hätte, was wir gerade gesehen haben, dass das nicht möglich ist, aber wenn Hawking das sagt, dann muss er erklären, das ist auch ein Schöpfungsprozess, nur eben aus dem Nichts, das Universum schafft sich selbst. Und dann müssen wir eben ganz klar die Frage stellen,
Ja, Herr Hawking, wenn Gott für seinen Schöpfungsprozess Zeit benötigt, die Zeit nicht existiert und damit der Schöpfungsprozess durch Gott nicht gestartet werden kann, wie kann dann der Selbsterschaffungsprozess des Universums ohne Zeit vonstatten gehen? Und zweitens, Hawking hat da etwas ganz Wichtiges vergessen. Zeit ist keine bewusste Entität, kann sich also nicht selbst in die Existenz rufen, schon gleich gar nicht dann, wenn sie nicht existierte. Zeit zudem existierte nicht. Wenn aber Zeit entsteht, dann ist dies ein Prozess. Wenn die Zeitentstehung ein Prozess ist, dann haben wir aber das Problem, dass dieser Prozess die Zeit schon benötigt. Da aber weder Zeit existiert, kann Zeit nicht aus dem Nichts plötzlich entstehen. Und weil wir die Zeit nicht haben und die Zeit nicht existiert, kann die Zeit auch nichts tun und kann die Zeit auch von sich aus nicht entscheiden, so, ich erschaffe mich jetzt mal, auch nicht, weil die Zeit keine bewusste Entität ist. Und wenn sie schon nicht existiert, kann auch die Zeit nicht durch einen zeitlichen Prozess sich selbst erschaffen, wenn die Zeit vorher nicht existierte und bis heute keine bewusste Entität ist. Und dann kommen wir zu Gott. Gott ist daran überhaupt nicht gebunden. Und jetzt werden die Atheisten wieder sagen, ja, wenn ihr sagt, das Universum hat eine Ursache gehabt, dann muss euer Gott doch auch eine Ursache gehabt haben. Vollkommener Unfug. Vollkommener Unfug. Warum vollkommener Unfug? Ganz einfach. Atheisten behaupten selbst, das Universum sei aus dem Nichts geschaffen worden. Das müssen sie behaupten, denn es gibt keine Alternative, wenn sie die Existenz eines Schöpfergottes leugnen. Wenn dann dieses Argument kommt, aber Gott braucht doch auch eine Schöpfung, dann muss ich mich ernsthaft fragen, warum hört man immer wieder aus den atheistischen Reihen, das Universum habe sich selbst erschaffen aus dem Nichts? Warum aber sagt man dann, dass Gott ja auch eine Ursache brauche? Wenn ihr das mit dem Universum tun könnt, dass ihr einfach sagen könnt, das hat sich aus dem Nichts selbst erschaffen, warum kann Gott dann sich nicht auch aus dem Nichts selbst erschaffen? Oder warum kann Gott dann nicht auch schon ewig existieren, wenn auch Atheisten früher daran festgehalten haben, dass das Universum schon ewig existierte? Das bedeutet, auf der einen Seite die Existenz Gottes zu negieren mit der Begründung, dass Gott nicht existieren könne, weil er ja dann wiederum einen Schöpfer bräuchte, weil ja Gott selbst einen Anfang gehabt haben müsste und er selbst erschaffen hätte werden müsste. Auf der anderen Seite dann aber, wenn man die Existenz Gottes negiert hat, davon ausgeht, dass das Universum aus dem Nichts heraus durch sich selbst entstanden ist oder sich selbst erschaffen hat, aber dann sagt, das geht, dann hat man sich in einen Selbstwiderspruch verwickelt. Denn ich kann nicht sagen, Gott braucht eine Schöpfung und daher existiert er nicht, aber das Universum, das Raum-Zeit-Materie-Kontinuum, das Begrenzte, das kann sich aus dem Nichts entwickeln. Also dann setzen Atheisten etwas voraus, was sie vorher negiert haben, um die Existenz Gottes zu leugnen, und mit der Voraussetzung, dass das nicht funktioniert, ja, dann müssen sie plötzlich sagen, es ist aber offensichtlich doch so, weil wir ansonsten nicht erklären können, wie das Universum aus dem Nichts entstand. Völliger Unfug. Und vor allem, die Immanenz auf die Transzendenz zu projizieren, ist vollkommen falsch. Denn wir haben die Situation, Gott ist über Raum, Zeit und Materie stehend. Und das ist auch notwendig, denn ansonsten hätten Raum, Zeit, Materie gar nicht aus dem Nichts entstehen können. Und deshalb braucht Gott auch nicht das, was die Materie braucht, nämlich einen Anfang, weil wir eben die Situation haben, dass Gott selbst ewig ist und über diesen Kategorien steht, sodass Gott nicht in diese Kategorien gezwängt werden kann oder diese Kategorien und deren Eigenschaften auf Gott projiziert werden können. Also all das ist Unfug. So, und dann kommen wir jetzt endlich zu dem Taschenspielertrick der Atheisten, den ich dann ursprünglich angesprochen habe. Denn dann kommt ein interessantes Argument, und zwar aus der Quantenphysik. Wir haben in der Quantenphysik das Phänomen der sogenannten Quantenfluktuationen. Bei Quantenfluktuationen handelt es sich um Vakuumfluktuationen. Bei Quantenfluktuation handelt es sich um die spontane Entstehung sogenannter virtueller Teilchen aus dem sogenannten Quantenvakuum heraus.
Und diese spontanen und virtuellen Teilchen zerstören sich danach selbst wieder, neigen also zur Selbstdestruktion, aber Atheisten ziehen das als Beleg heran, dass doch beobachtbar ist, dass etwas aus dem Nichts entsteht. Schauen wir uns die Quantenfluktuationen und das Quantenvakuum etwas genauer an. Diese subatomaren Teilchen, von denen in dieser Quantenfluktuation die Rede ist, werden auch als Subpartikel oder virtuelle Teilchen bezeichnet. Und es handelt sich nur um theoretische Einheiten, um theoretische Konstrukte. Diese Teilchen kommen eben nicht aus dem Nichts. Das Quantenvakuum ist eben nicht das, was sich Menschen darunter vorstellen, wenn sie an ein Vakuum denken, also absolut nichts. Im Gegenteil, es ist ein Meer ständiger Schwankungen um den Energienullpunkt, ein Schauplatz gewaltiger Aktivität mit einer reichhaltigen physikalischen Struktur und durch physikalische Gesetze beschreibbar. Und man glaubt, dass diese Teilchen der innerhalb dieses Vakuums fließenden Energie entspringen. Das bedeutet, ein Quantenvakuum ist nicht ein völliges oder absolutes Nichts. Bei einem Quantenvakuum handelt es sich letzten Endes um ein Meer aus Energie und Information, in dem ständige Schwankungen um den Energienullpunkt kommen, und durch diesen Energiefluss können diese virtuellen Teilchen erst entstehen. Und das Ganze, das geschieht in einem bereits existenten und soliden Raum-Zeit-Materie-Kontinuum. Und das, eben genau das, existierte vor dem Urknall nicht. Und es erklärt auch nicht die Entstehung aus dem Nichts, weil ein Quantenvakuum eben kein Nichts ist. Und dann eben sind wir wieder bei einer notwendigen Ursache. Denn wenn es sich bei einem Quantenvakuum um ein Plenum aus Energie und Information handelt, müssen wir Folgendes feststellen. Was ist denn eigentlich der Ursprung des gesamten Quantenvakuums? Woher kommt es denn? Man hat das Thema der Schöpfung durch Gott, einen transzendenten Schöpfer, einfach nur um einen Schritt weiter nach hinten verlagert. Denn jetzt muss nämlich geklärt werden, wenn wir davon ausgehen, dass aus einem Quantenvakuum und den Quantenfluktuationen heraus unser Universum entstand, dann müssen wir erklären, wie dieses sehr aktive Meer ständiger Schwankungen um den Energienullpunkt entstanden ist. Wenn die Gesetze der Quantenphysik innerhalb der von der Quantenphysik beschriebenen Bereiche gültig sind, dann ist es nicht legitim, die Quantenphysik zu verwenden, um den Ursprung dieses Bereiches selbst zu erklären, da, wenn wir vom Ursprung des Bereiches reden, von einem Punkt reden, an dem diese Bereiche noch nicht existieren, und wenn dieser Bereich, in dem diese Gesetze noch nicht existierten, wenn wir von diesem Bereich sprechen, in dem diese Gesetze existierten, wenn diese Bereiche noch nicht existiert haben, existierten auch diese Gesetze nicht. Und dann kann ich weder den Bereich und das System an sich, noch die darin geltenden Gesetze dafür heranziehen, was der Ursprung dieser Systeme ist, weil das unsinnig wäre, weil weder das System noch das Gesetz existierten und damit ein externer Ursprung gebraucht wird. Und das eben deshalb, weil Raum, Zeit und Materie eben eine wichtige Eigenschaft haben. Und diese wichtige Eigenschaft besteht darin, dass es sich nicht um ewige, kontinuierliche Existenzen handelt, sondern um Dinge, die einen Anfang hatten. Bei Gott haben wir das nicht. Gott ruft diese Dinge erst in die Existenz, ist aber selbst transzendent, und weil er diesen Dingen übergeordnet ist, können diese Kategorien nicht auf Gott projiziert werden. Und wenn Atheisten dann sagen, Gott bräuchte eine Ursache, aber das Universum selbst nicht, ist das ebenfalls wieder ein Selbstwiderspruch. Also ist auch das vollkommen gescheitert. Ja? Und von daher müssen wir ganz klar sagen, auch dann, wenn wir dieses Quantenvakuum ins Spiel bringen, können wir die Schöpfung bestenfalls nach hinten verlagern, einen Schritt. Aber dann stellt sich wieder die Frage nach dem Ursprung, und dann, wo bleiben dann die atheistischen Ausreden? Naja. Selbst der berühmte Skeptiker David Hume hat die erste Prämisse des kalam-kosmologischen Arguments nicht bestritten.
Denn Hume schrieb 1754, ich habe nie eine so absurde Behauptung aufgestellt wie die, dass etwas ohne Ursache entstehen könnte. Erst als im 20. Jahrhundert wissenschaftliche Belege entdeckt wurden dafür, dass das Universum einen Anfang hat, begannen die Leute zu sagen, naja, vielleicht ist ja das Universum aus dem Nichts entstanden. Doch, naja, das ist eben eine derart sinnfreie Anwendung, dass wir sagen müssen, Game over. Wer jetzt tatsächlich sich gegen den wissenschaftlichen Mainstream stellt und sagt, ja, vielleicht kann es ja sein, dass das Universum doch keinen Anfang hatte, dann können wir zwei Wege finden, wie wir es nachweisen können, dass das Universum einen Anfang hatte. Es gibt den mathematisch-philosophischen Weg und, naja, den naturwissenschaftlichen. Schauen wir uns ersteren an. Die frühen christlichen und muslimischen Gelehrten verwendeten mathematische Folgerungen, um zu beweisen, dass die Vergangenheit unmöglich unendlich sein kann. Sie wiesen darauf hin, dass es zu Absurditäten käme, wenn man eine tatsächlich unendliche Anzahl von Dingen hätte. Weil eine unendliche Vergangenheit eine unendliche Anzahl von Ereignissen beinhalte, könne die Vergangenheit einfach nicht unendlich sein. Ja? Und ja, das müssen wir ganz klar so festhalten und das können wir vergleichen. Beispiel Murmeln. Man stelle sich vor, in meinem Besitz befände sich eine unendliche Anzahl von Murmeln, die durchnummeriert wären, und ich hätte den Wunsch, euch einige davon zu geben. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich wollte euch eine unendliche Anzahl von Murmeln aushändigen. Eine Möglichkeit, das zu tun, bestünde darin, euch einfach den gesamten Haufen von Murmeln zu geben. In diesem Fall würden mir dann 0 Murmeln bleiben. Andererseits könnte ich euch auch alle ungeraden Murmeln geben. Dann bliebe mir aber immer noch eine unendliche Menge übrig. Und jeder von uns hätte genauso viele Murmeln, wie ich ursprünglich hatte, bevor ich sie in gerade und ungerade aufgeteilt habe. Ein weiterer Ansatz bestünde darin, alle Murmeln euch zu geben, die Nummer 4 und höher hätten. Auf diese Weise hätte man dann eine unendliche Anzahl von Murmeln und mir selbst würden allerdings nur 3 bleiben. Diese Beispiele machen deutlich, dass die Vorstellung von einer tatsächlich unendlichen Anzahl von Dingen zu widersprüchlichen Ergebnissen führt. Im ersten Fall, in dem ich euch alle Murmeln gegeben habe, ist unendlich minus unendlich gleich 0. Im zweiten Fall, also all die Murmeln mit ungerader Anzahl zu geben, ist unendlich minus unendlich gleich unendlich. Und im dritten Fall, also alle Murmeln mit der Zahl 4 und höher, ist unendlich minus unendlich gleich 3. Wir haben jedes Mal eine identische Anzahl von einer identischen Anzahl abgezogen, sind aber nicht zu identischen Ergebnissen gekommen. Aus diesem Grund dürfen Mathematiker in der transfiniten Arithmetik keine Subtraktion und Division durchführen, weil das nämlich zu Widersprüchen führen würde. Also die Vorstellung von einer konkreten Unendlichkeit, die auf Materie basiert, ist rein abstrakt und damit nur in unserem Denken existent. Und ich möchte vielleicht noch ein Beispiel geben. Angenommen, man genießt den Sonntag, bevor am Montag die Schule wieder beginnt. Und man wünscht sich, weil man vielleicht am Montag eine Prüfung hat, ach, wäre der Sonntag nur ewig. Wenn wir aber auf die Uhr schauen und es ist 12 Uhr mittags, dann könnte ich sagen, ja, der Sonntag, der ist ja noch lange. Wenn ich aber dann viel Spaß an diesem Sonntag habe, beispielsweise bei Kaffee und Kuchen mit der Familie oder bei einem Treffen mit Freunden und dann auf die Uhr schaue, stelle ich fest, es ist nicht mehr 12, es ist jetzt plötzlich 10 Uhr nachts. Und dann muss ich irgendwann ins Bett gehen und plötzlich ist Montag. Dadurch, dass der Sonntag nicht ewig andauerte und der Sonntag dann Vergangenheit ist, die sich immer weiter entfernt, je mehr Zeit vergeht, sehen wir, dass Zeit nicht unendlich ist und dass damit wir auch nicht in einem ewigen System leben können. Das Universum hat einen Anfang, Materie hat einen Anfang und ein Ende, wir leben nicht ewig. Die Zeit hat einen Anfang und wird ein Ende nehmen und das Universum hatte sowohl einen Anfang als auch wird es ein Ende nehmen. Das zeigt alles, dass wir in keinem ewigen System leben. Ja? Und denn jetzt, wenn man in andere Paradoxa geht, ja,
vergangene Ereignisse durch Murmeln zu ersetzen, absurde Ergebnisse. Es kann in der Vergangenheit des Universums keine unendliche Anzahl von Ereignissen gegeben haben. Es muss einen Anfang gehabt haben. Es ist nicht so, dass eine Person vor 1000 Jahren gestorben ist, und zwar gleich unendlich Male. Jeder Mensch stirbt nur einmal. Und es kann nicht sein, dass der Mensch dann plötzlich unendliche Male oft stirbt. Das wäre wirklich eine inkonsistente und vollkommen unlogische Vorstellung. Und es gibt auch nicht unendlich viele Ereignisse in der Vergangenheit. Also ist auch das kein wirklich sinnvoller Weg, damit wir zur Wahrheitsfindung irgendwie beitragen könnten, ja. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Selbst wenn wir eine tatsächlich unendliche Anzahl von Dingen haben könnten, könnte man eine solche Ansammlung gar nicht bilden, indem man eine Sache nach der anderen hinzufügt. Denn egal wie viel man hinzufügt, man könnte immer noch mehr dazu tun, bevor man unendlich erreicht hat. Dieses Dilemma bezeichnet man als Unmöglichkeit des Unendlichen. Wenn aber die Vergangenheit tatsächlich unendlich wäre, dann würde dies bedeuten, dass wir es geschafft hätten, eine unendliche Vergangenheit zu durchqueren, um im Heute anzukommen. Das wäre so, als hätte es jemand geschafft, alle negativen Zahlen herunterzuzählen und jetzt genau in diesem Augenblick bei Null anzukommen. Eine solche Aufgabe ist schon rein vom Gefühl her betrachtet einfach Unsinn. Auch aus diesem Grund können wir schlussfolgern, dass das Universum einen Beginn gehabt haben muss. Ja? Und das kann man jetzt nicht auf Gott projizieren, denn die Argumentation schließt nicht die Vorstellung von einem ewigen Gott aus, ja. Denn sie schließt die Vorstellung von einem Gott aus, der eine unendliche Zeitspanne überdauert hat, aber das ist nicht das Bild, das wir von Gott haben. Zeit und Raum, genauso wie es die Heilige Schrift auch lehrt und wie wir es in Nahtoderfahrungen und Transzendenzerfahrungen, wie wir Gott da begegnen. Zeit und Raum sind Schöpfungen Gottes, die mit dem Urknall angefangen haben. Wenn wir vor den Beginn der Zeit zurückgehen, dann ist da einfach nur die Ewigkeit. Damit meine ich Ewigkeit im Sinne von Zeitlosigkeit. Gott, der Ewige, ist in seinem Sein und vom Wesen her zeitlos und Gott hat bis zum Augenblick der Schöpfung nicht eine unendliche Menge Zeit überdauert oder abgewartet. Vielmehr transzendiert Gott die Zeit und aus der Ewigkeit heraus entsteht die Zeit. Gott selbst steht außerhalb der Zeit. Als Gott das Universum erst einmal erschaffen hatte, konnte er in die Zeit eintreten, indem er eben in Jesus Christus inkarnierte und beide Naturen letzten Endes hatte. Das hatte ich in einem anderen Beitrag ja schon bereits erklärt. Ja? Und anhand dieser Argumentation können wir also ad acta legen, dass das Universum ewig sei. Als Albert Einstein 1915, um zur Naturwissenschaft zu kommen, seine allgemeine Relativitätstheorie aufstellte und damit begann, sie auf das Universum als Ganzes anzuwenden, war er schockiert festzustellen, dass demnach ein statisches Universum nicht möglich ist. Seinen Gleichungen zufolge müsste das Universum entweder explodieren oder implodieren. Aus diesem Grund musste er in seine Gleichungen eine kosmologische Konstante einführen, deren Wert unbekannt ist, die aber dafür sorgt, dass das Universum rein mathematisch statisch bleibt. Damals wusste man noch nichts von der Expansion des Universums. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts waren der russische Mathematiker Alexander Friedmann und der belgische Astronom Georges Lemaître, übrigens Theologe und Priester, um das nur noch mal so zu sagen, in der Lage, auf der Grundlage von Einsteins Theorie Modelle zu entwickeln, und sie kamen zu dem Ergebnis, dass das Universum sich ausdehnt. Dies bedeutet natürlich, wenn man in der Zeit zurückreist, dann kommt man auch an den Ursprungspunkt zurück, vor dem das Universum nicht existierte. Ja. Der Astronom Fred Hoyle bezeichnete diesen Ursprung spöttisch als Urknall, als den Big Bang, und diese Bezeichnung hat sich durchgesetzt. In den 20er Jahren fanden Wissenschaftler erste empirische Hinweise, die diese rein mathematischen Modelle stützten. 1929 entdeckte der amerikanische Astronom Edwin Hubble, dass das Licht, das aus fernen Galaxien zu uns kommt, roter leuchtet, als es eigentlich sein dürfte, und dass es sich
dabei um ein universales Merkmal von Galaxien in allen Teilen des Himmels handelt. Hubble erklärte, diese Rotverschiebung sei darauf zurückzuführen, dass sich die Galaxien von uns wegbewegen und folgerte daraus, dass das Universum praktisch mit ungeheurer Geschwindigkeit auseinanderfliegt. Hubbles astronomische Beobachtungen waren die erste empirische Bestätigung der Berechnungen von Friedman und Lemaitre. In den 1940er Jahren stellte dann George Gamow die Behauptung auf, wenn der Urknall wirklich stattgefunden habe, dann müsse die Hintergrundtemperatur des Universums nur ein paar Grade über absolut Null liegen. Er sagte, dies sei ein Relikt aus einem sehr frühen Stadium des Universums. 1965 entdeckten dann zwei Wissenschaftler die Hintergrundstrahlung des Universums, die bei nur etwa 2,7 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt liegt. Es gibt dafür keine Erklärung, abgesehen von der Tatsache, dass sie ein Überbleibsel eines sehr frühen und sehr dichten Zustandes des Universums ist, der durch das Urknallmodell bereits vorhergesagt war. Das dritte Hauptbeweisstück für den Urknall ist der Ursprung der leichten Elemente. Schwere Elemente wie Kohlenstoff und Eisen werden im Inneren von Sternen synthetisiert und explodierten dann durch Supernovae in den Weltraum. Aber die sehr leichten Elemente wie beispielsweise Deuterium und Helium können nicht im Inneren von Sternen synthetisiert worden sein, weil noch mehr Hitze nötig gewesen wäre, um sie zu erzeugen. Diese Elemente müssten bei Temperaturen von Milliarden von Grad im Ofen des Urknalls selbst geschmiedet worden sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Die Aussagen über den Urknall werden ständig durch empirische Fakten untermauert. Außerdem werden sie durch das Scheitern jedes neuerlichen Versuches bestätigt, sie durch alternative Modelle zu falsifizieren. Es besteht also kein Zweifel daran, dass das Urknallmodell über beeindruckende Referenzen verfügt. Bis zum Zeitpunkt des wissenschaftlichen Beweises für den Urknall wurde es als selbstverständlich betrachtet, dass das Universum als Ganzes ein statisches Objekt sei, das seit ewigen Zeiten existierte. Neuere Weiterentwicklungen des Standard-Urknallmodells. Die meisten Naturwissenschaftler würden bei der Darstellung des Beginns des Universums noch die Inflationstheorie anfügen, ja? Die Theorie des inflationären Universums ist eine Neuerung, die von den meisten Theoretikern noch hinzugefügt werden würde. Und der Urknall war kein chaotisches, völlig ungeordnetes Ereignis. Offenbar war vielmehr eine unglaubliche Feinabstimmung vorhanden, die schließlich die Existenz intelligenten Lebens ermöglichte und das in einer Komplexität und Präzision, die jegliches menschliche Verstehen übersteigt. Mit anderen Worten, das Universum, das wir heute vorfinden und bereits unsere eigene Existenz, hängt von einer Reihe hochgradig spezieller Ausgangsvoraussetzungen ab. Dieses Phänomen ist ein starkes Indiz dafür, dass der Urknall kein Zufall, sondern genau geplant war. Da jetzt könnten manche das Problem umgehen, indem sie zu erklären versuchen, wie man ein Universum wie das unsere ohne diese speziellen Ausgangsvoraussetzungen bekommen kann. Inflationstheorie würde da vorgeschlagen. Die Inflationstheorie, was besagt die überhaupt? Das Universum in seiner sehr, sehr frühen Geschichte hat eine Phase superschneller oder inflationärer Ausdehnung durchgemacht. Dann blieb es bei einer langsamen Ausdehnung, wie wir sie auch heute noch beobachten. Wenn ich davon ausgehe, dass es diese inflationäre Ausdehnung tatsächlich gegeben hat, dann umgehe ich damit das Problem, mich mit dem Ausgangszustand des Universums bestätigen zu müssen, indem ich diesen außerhalb des Bereiches verlege, der beobachtbar ist. In gewisser Weise beruht also Inflation nicht auf wissenschaftlichen Indizien, sondern auf dem Wunsch, diese ganz speziellen Ausgangsbedingungen des Standardmodells zu umgehen. Ja? Und es gibt keine einzige empirische Untersuchung, die das Ganze unterstützt und ist eher von philosophischer Voreingenommenheit geprägt. Ja? Und da diese Ausdehnungsphase ja angeblich eine Mikrosekunde nach dem Urknall stattfand, berührt sie die eigentliche Frage nach dem Ursprung des Universums gar nicht, ja? Und wenn man jetzt argumentiert, ja, okay, gut, das Universum hatte einen Anfang, ja, okay, gut, das Universum ist durch den Urknall entstanden, ja, okay, gut, das Universum ist durch einen Urknall entstanden und der Urknall, der braucht sogar eine Ursache, ganz offensichtlich. Aber
Manche Atheisten sagen dann, wir wissen einfach noch zu wenig über die naturwissenschaftlichen Gegebenheiten des Urknalls, also brauchen wir den Lückenbüßer Gott jetzt nicht, um dieses Loch zu stopfen, sondern wir müssen einfach warten, bis die Wissenschaft sich weiterentwickelt. Was sie dabei allerdings vergessen ist, dass nur, weil auf mechanizistisch-materialistische und naturalistische Philosophie weiter Wert gelegt wird, ganz einfach gesagt wird, hey, wir haben hier bis heute seit der Entdeckung der Quantenphysik einen vollkommenen Stillstand. Die Quantenphysik erscheint uns befremdlich, weil das mechanizistische Weltbild zwar immer noch in unseren Köpfen festgesetzt ist, aber schlichtweg nicht stimmt. Und das Argument, wir kommen zwar aktuell nicht weiter, aber wir werden irgendwann schon noch wissen, wie das Universum, wie das sein kann, dass der Urknall entstanden ist, wie er entstanden ist, warum das alles so ist, wie es ist. Und wir werden schon eines Tages noch herausfinden, warum der Urknall letzten Endes wie der Urknall entstanden ist. Dann muss ich sagen, aber Moment mal, mit dem Urknall entstand alles. Raum, Zeit, Materie und die Naturgesetze. Wenn ich jetzt sage, die Naturwissenschaft wird schon noch dahinter kommen, was es mit dem Urknall genau auf sich hat, dann habe ich ein Problem. Die Naturgesetze entstanden erst nach dem Urknall. Raum, Zeit und Materie entstanden erst mit dem Urknall. Naturwissenschaft begründet und untersucht im Grunde die Konstrukte, die im Raum-Zeit-Materie-Kontinuum existent sind. Untersucht also die an dieses Kontinuum gebundenen Dinge und Objekte. Untersucht das Raum-Zeit-Materie-Kontinuum. Aber wenn wir das Raum-Zeit-Materie-Kontinuum untersuchen, können wir nicht die Maßstäbe zur Untersuchung desselben anlegen an den Ursprung dieses Raumzeit-Materie-Kontinuums, mit dem überhaupt alles erst den Anfang gefunden hat, weil die Naturgesetze, aufgrund derer wir Naturwissenschaft betreiben können, gar nicht existierten, sondern erst mit dem Urknall entstanden. Das bedeutet, Naturwissenschaft kann überhaupt nicht die Frage, wer oder was hat den Urknall verursacht, berühren, eben weil die Prämissen der Naturwissenschaft an das gebunden sind, ist, was mit dem Urknall und durch den Urknall entstand und eben das noch nicht vor dem Urknall existiert hat, sodass wir nicht sagen können, ja, wir müssen einfach auf weitere naturwissenschaftliche Erkenntnisse warten. Zu dem Punkt des Urknalls kann man naturwissenschaftlich nichts sagen, weil nichts, was die Naturwissenschaft untersuchen kann, die Empirie, also nichts, was empirisch verifiziert werden kann, vor dem Urknall existierte, sondern erst mit dem Urknall entstand. Man kann also Aussagen durch die Naturwissenschaft über das Raumzeit-Materie-Kontinuum treffen. Es ist aber vorbei und Schluss, wenn wir erklären müssen, wie das Ganze entstanden ist. Denn das muss eine Ursache sein, die darüber hinausgeht. Und das ist eben etwas, was nicht mit den Methoden der Naturwissenschaft zugänglich gemacht werden kann. Also auch das ist Unfug, so etwas zu behaupten und so etwas zu sagen. Und eignet sich daher nicht als Argument gegen das Argument, dass der Urknall durch Gott verursacht werden musste. Ja? Also auch das ist kann man als gescheitertes Argument bezeichnen. Wenn wir einen Kuchen untersuchen, dann können wir untersuchen, woraus der Kuchen gemacht wurde. Wir können auch sagen, dass der Kuchen gemacht worden ist und dass der Kuchen nicht durch sich selbst entstand, sondern jemand Backwaren zur Verfügung haben musste und die gezielt eingesetzt haben muss, damit das herauskommt. Ein Geburtstagskuchen mit einer Geburtstagsbotschaft an irgendwen. Wenn wir aber sagen, wir werden schon noch herausfinden mit Hilfe der Naturwissenschaft, wie das zum Urknall gekommen ist, ist das ungefähr so, als würde man sagen, je mehr wir über die Bestandteile des Geburtstagskuchen herausfinden, desto mehr können wir über die Persönlichkeit und die Motivation des Konditors herausfinden. Da kann etwas gar nicht stimmen, weil das, was wir tun, wenn wir einen Kuchen untersuchen oder analysieren, die Frage zwar in den Raum wirft, ja, der Kuchen muss entstanden sein, aber es ist gar nicht geeignet dazu, wenn wir den Kuchen untersuchen, etwas über den Konditor herauszufinden. Es sei denn, der Konditor hat seine Botschaft hinterlassen, wie Gott es eben getan hat, weil wir eben die Ahnung von Gott haben und weil wir letzten Endes auch ganz klar sagen können und müssen,
Gott hat durch die Bibel zu uns gesprochen und wir können in spirituellen Erfahrungen, Transzendenzerfahrungen, die zu uns Menschen dazugehören, einfach sagen, Gott begegnet uns. Ja? Robert Jastrow, ein agnostischer amerikanischer Astronom, hat übrigens das wesentliche Element sowohl in den astronomischen als auch in den biblischen Berichten aus 1. Mose 1 als dasselbe bezeichnet. Ja? Also können wir nicht sagen, es gibt irgendetwas, was dem widersprechen würde, also dass Wissenschaft Gott widersprechen würde. Also das kümmert sich ja gar nicht darum. Wissenschaft kann also Gott gar nicht widerlegen oder widerlegt haben. Und der aktuelle Nobelpreisträger 2022, Anton Zeilinger, hat einen persönlichen Glauben an Gott. Das mag vielleicht nicht beweisen, dass Gott existiert aus der Wissenschaft heraus. Widerlegt aber die Behauptung, dass wenn ich ein fundierter Wissenschaftler sein muss, mir Erkenntnisse zur Verfügung stünden, die es auf alle Fälle unmöglich machen, an Gott zu glauben oder nahelegen, dass Gott nicht existiert. Also das ist vollkommener Unfug. Und Zweifel gibt es wohl kaum daran, dass Anton Zeilinger ein fundierter Naturwissenschaftler, ein Quantenphysiker von Format ist. Denn ansonsten hätte er gar nicht diesen Preis bekommen und jeder, der ihn dann irgendwie beschuldigen würde, müsste ihm das erstmal nachtun. Also in dem Sinne. Was können wir nun über den Verursacher sagen? Wir können mehrere seiner Eigenschaften benennen. Eine Sache oder ein Wesen, das Raum und Zeit geschaffen hat, muss ein nicht verursachtes, anfangs zeit- und raumloses, nicht materielles, personales Wesen sein, das mit einem freien Willen und gewaltiger Macht ausgestattet ist. Und genau das ist die Vorstellung, die von Gott in der Bibel gegeben wird, die Gott von sich selbst in der Bibel gibt. Ja? Viele Atheisten sehen hier einen Widerspruch, denn sie verstehen nicht, wie man sagen kann, dass der Schöpfer ohne Ursache sein soll. Das hatten wir zwar schon, aber wer hat Gott gemacht? Das geht am eigentlichen Punkt vorbei. Offensichtlich befassen sich die Menschen gar nicht mit der ersten Prämisse des Kalam-Arguments, die nicht besagt, dass alles eine Ursache hat, sondern alles, was anfängt zu existieren, eine Ursache hat. Gott hat keine Ursache und keinen Anfang. Schließlich haben Atheisten selbst lange daran festgehalten, dass das Universum keine Ursache hat, weil es schon immer da war. Und wenn man jetzt sagt, Gott bräuchte eine Ursache, aber das Universum nicht, wie gesagt, absoluter Selbstwiderspruch. Ja? Warum muss es sich eigentlich um einen einzelnen Schöpfer gehandelt haben? Nach Ockhams Rasiermesse, einem wissenschaftlichen Sparsamkeitsprinzip, ist ein einzelner Schöpfer ausreichend, den Urknall zu erklären. Zudem kommt es dann zu einem Dilemma. Denn in allen Schöpfungserzählungen, also den Hinduismus sowieso, das sind es ja keine Götter, sondern Formen des Göttlichen, muss man immer dazu sagen, da geht es darum, dass ein universeller Geist oder ein Obergott alles erschaffen hat und dann auch Götter ins Sein gerufen hat. Das bedeutet, die man als Götter bezeichnet, sind alle einem Oberherrn zugeordnet. Und das ist auch notwendig. Denn wenn wir am Anfang stehen, braucht es eine allererste Ursache, die über allem steht. Und das ist auch der Selbstwiderspruch des Polytheismus, dass die Götter, die erschaffen sind, überhaupt gar keine richtigen Götter sind, weil sie von einem Obergott erschaffen worden sind. Und dieser Obergott ist dann ein Gott. Und die Götter, in Anführungszeichen, sind dann bestenfalls Halbgötter. Da wir aber wissen, dass solche Götter im Zusammenhang mit mythologischen Elementen kommen und dass das alles nur erfundene Geschichten sind, ist das ebenfalls ein Fall für Ockhams Rasiermesser. Wenn Atheisten sagen, ja, warum sollen wir denn an Jesus glauben und nicht an Zeus oder Wotan? Zeus und Wotan sind erfundene Figuren. Die Geschichten über Jesus sind historisch authentische Berichte, wie wir auch schon zu erläutern wussten. Ja, es gibt Indizien, die dafür sprechen, dass ein Wesen die Ursache für die Entstehung des Universums sei. Ja, wie kann man das logisch herleiten? Smith beklagt, dass Argumente nicht nachweisen könnten, ob der Urgrund lebendig ist oder aber ein unbelebter Gott. Eines der bemerkenswerten Kennzeichen der Kalam-Theorie oder des Kalam-Arguments ist der Umstand, dass sie uns mehr als nur eine transzendente Ursache für das Universum liefert. Sie beinhaltet nämlich auch einen personalen Schöpfer, also ein Wesen mit einer Persönlichkeit. Es gibt zwei Arten von Erklärungen. Wissenschaftliche und personale.
Wissenschaftliche Erklärungen erläutern ein Phänomen von gewissen Ausgangsbedingungen und Naturgesetzen her, durch die deutlich wird, wie diese Ausgangsbedingungen zustande gekommen sind. Um das Phänomen, um das es geht, hervorzubringen. Im Gegensatz dazu erklären personale Erklärungsansätze Dinge mittels eines Urhebers und des Willensaktes dieses Handelnden. Ja? Man stelle sich vor, man geht in eine Küche und sieht, dass auf dem Herd ein Kessel mit kochendem Wasser steht. Warum kocht das Wasser im Kessel? Nun, auf der einen Seite, weil die Wärmeenergie der Flamme vom Metallboden des Kessels zum Wasser geleitet wird, dann schwingen die Wassermoleküle durch die Erhitzung immer schneller, bis sie schließlich in Form von Dampf gasförmig werden. Das wäre die wissenschaftliche Erklärung. Die persönliche Erklärung ist, dass dieser Prozess natürlich naturwissenschaftlich beschreibbar ist, aber in Gang gesetzt wurde, und zwar bewusst in Gang gesetzt wurde, weil die Person, die dies tat, Tee kochen möchte. Ja? Und man kann das erste Stadium des Universums nicht mit Hilfe einer wissenschaftlichen Erklärung deuten. Weil es nämlich das erste Stadium ist, kann man nicht auf zuvor existente Ausgangsbedingungen und Naturgesetze zurückgreifen, die dazu geführt haben könnten. Wenn es also eine Erklärung für den Urzustand des Universums gibt, muss es sich dabei um eine personale Erklärung handeln. Das heißt, es muss einen Handelnden geben, der es in einem Willensakt erschaffen hat. Und da das Universum feintuned ist, muss es ja auch einen Grund haben, warum es feintuned ist. Weil offensichtlich Leben gewünscht ist. Und weil dieser Gott sich selbst aus freiem Willen entschied, das zu tun, hat er dies auch genauso geschaffen. Ja? Ein weiterer Grund: da die Ursache des Universums Raum und Zeit übersteigt, kann sie keine physikalische Gegebenheit sein. Zumindest keine, die den uns bekannten Naturgesetzen in Zeit und Raum unterliegt. Es muss sich also um eine nicht physikalische und nicht materielle Ursache handeln. Möglich wären also abstrakte Objekte, etwa Zahlen oder mathematische Entitäten. Abstrakte Objekte können jedoch nicht die Ursache dafür sein, dass etwas geschieht. Die andere Art immaterieller Wirklichkeit wäre ein Geist, ein Bewusstsein bzw. eine Intelligenz. Ein Bewusstsein kann eine Ursache für etwas sein und deshalb ergibt es einen Sinn, dass das Universum durch einen nicht körperlichen Intellekt ins Sein gerufen wurde. Und ein anderer Grund, der dafür spricht, dass der Urgrund für das Universum personal gewesen sein muss, ist, in einer Analogie zu verwenden. Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius. Wenn die Temperatur seit ewigen Zeiten unter 0 läge, wäre alles vorhandene Wasser seit ewiger Zeit gefroren. Es wäre unmöglich, dass das Wasser vor einem feststellbaren Zeitraum einfach angefangen hätte zu gefrieren. Mit anderen Worten, als einmal die hinreichenden Bedingungen erfüllt waren, das heißt die Temperatur niedrig genug war, führte das dazu, dass das Wasser automatisch gefror. Wenn also das Universum nur die automatische Konsequenz von etwas wäre, das immer eintritt, wenn die richtigen Bedingungen erfüllt sind und diese Bedingungen ewig erfüllt wären, dann würde ebenfalls es seit ewiger Zeit existieren. Aber das würde bedeuten, dass die Wirkung dann ebenso ewig wäre wie die Ursache selbst. Wie kann man diesen Ursprung eines endlichen Universums durch eine zeitlose Ursache erklären? Die einzige Erklärung ist die, dass nämlich die Ursache des Universums ein Personalhandelnder ist, der einen freien Willen hat. Er kann eine neue Wirkung erschaffen haben, ohne jegliche vorhergehende bestimmenden Bedingungen. Er könnte beschließen zu sagen, es werde Licht und das Universum würde entstehen. Und der englische Physiker Edmund Whittaker beschreibt in The Beginning and End of the World, also der Anfang und das Ende der Welt, eine ähnliche Beobachtung. Er schreibt: Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Materie und Energie bereits vorher vorhanden waren und dann plötzlich schlagartig aktiv wurden. Denn was sollte diesen einen Augenblick von allen anderen Augenblicken der Ewigkeit unterscheiden? Es ist einfacher, eine Creatio ex nihilo zu postulieren. Gott schafft die Natur aus dem Nichts. Ja, und das Universum hat eine personale Ursache und existiert dieser Schöpfer heute auch noch? Vielleicht hat der Schöpfer das Universum in Gang gesetzt und dann aufgehört zu existieren oder irgendwie aufgehört personal zu sein oder dann weg zu sein oder sich gar nicht mehr dafür zu interessieren und den Dingen freien Lauf zu lassen. Ja? Und ein Argument wie dieses, das wir formulierten, ist nur in der Lage, die Existenz eines geheimnisvollen Urgrundes zu beweisen, die in ferner Vergangenheit vorhanden war. Es weist jedoch nicht die gegenwärtige Existenz eines Urgrunds nach.
Doch es ist doch absolut plausibel, dass dieses Wesen immer noch existiert, weil es das Universum transzendiert und deshalb über den Naturgesetzen steht, die von ihm selbst erschaffen wurden. Es erscheint deshalb unwahrscheinlich, dass irgendetwas, das den Naturgesetzen unterliegt, ihn vernichten könnte. Und Christen glauben natürlich auch, dass dieser Gott nicht schweigt, sondern sich auf entscheidende Weise durch die Person, den Dienst und die Auferstehung Jesu von Nazareth offenbart hat und bis heute durch Transzendenzoffenbarungen und Begegnungen es tut, wie schon auch vor Jesu Zeit, wie vor den Propheten etc. pp. Das Kalam-Argument sagt also, wir haben natürlich die Freiheit, uns nach anderen Argumenten umzuschauen, wie zum Beispiel, wenn man sieht, ob er Gebete erhört, ob er Jesus vom Tod auferweckt hat, ob er sich uns durch die Erfüllung der Prophetien zeigt und so weiter und so fort. Ja? Aber wenn jemand, der ewige Gott, ewig und über den Naturgesetzen steht, dann gibt es keinen Grund, warum dieser ewige, transzendente Gott, der alles transzendiert, plötzlich aufhört zu existieren. Also das ist nichts, was man irgendwie logisch behaupten könnte. Und durch Jesus Christus wissen wir ja, dass er in eine ewige Beziehung mit uns Menschen treten will. Ja? Und das Kalam-Argument ist daher wirklich hieb- und stichfest und die Indizien dafür sind vollkommen wasserdicht. Ja? Und die Schlussfolgerung, hinter dem Urknall steckt ein personaler Schöpfer, ist zuverlässig und vollkommen hieb- und stichfest. Materialistisch orientierte Menschen haben nun natürlich ein Problem. Jetzt gibt es zum Beispiel die Steady-State-Theorie, die Gleichgewichtstheorie, die 1948 aufgestellt wurde. Sie besagt, dass das Universum sich zwar ausgedehnt hat, behauptet aber, dass neue Materie aus dem Nichts entsteht und den Leerraum füllt, während sich Galaxien voneinander entfernen. Diese Auffassung, dass das Universum angeblich ständig mit neuer Materie gefüllt wird, widerspricht aber dem ersten Gesetz der Thermodynamik, das besagt, dass Materie weder aus dem Nichts erzeugt noch vernichtet werden kann. Und es gibt keine Indizien, die dafür sprechen. Es gab nie ein Experiment, das sie gestützt hat und die Theorie war einzig und allein von dem Wunsch motiviert, die Vorstellung von einem absoluten Beginn zu umgehen, wie er durch den Urknall vorgegeben ist. Sir Fred Hoyle, einer der Begründer dieser Theorie, war sogar ziemlich offen und konkret, was seinen Wunsch anging, die metaphysischen und theologischen Folgen des Urknalls zu meiden, indem er ein Modell vorlegte, das davon ausging, dass das Universum schon seit ewigen Zeiten existiert. Und wenn jetzt diese wissenschaftliche Bedeutung einer Theorie unabhängig von der Motivation ist, die dahinter steht, muss man sagen, das stimmt. In diesem Fall allerdings gab es keine wissenschaftlichen Fakten, die diese Theorien hätten stützen können. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Wissenschaftler keine Maschinen sind, sondern auch von philosophischen und emotionalen Faktoren angetrieben werden. Ja? Die erste Alternative, die es jetzt dafür gibt, wenn wir die theistische Schlussfolgerung des Kalam-Arguments zu kippen versuchen, dann haben wir das Oszillationsmodell des Universums von Carl Sagan. Seine Theorie eliminiert die Notwendigkeit eines absoluten Anfangs, denn er sagt, dass sich das Universum aufbläht, dann in sich zusammenfällt, dann wieder aufbläht und dieser Zyklus geht unendlich weiter. Interessanterweise zitiert Sagan sogar hinduistische Schriften, um zu zeigen, dass diese mit dessen Konzept des Zyklischen übereinstimmen. Das Modell war in den 1960er Jahren ziemlich populär, besonders bei russischen Kosmologen. Und in der heutigen Zeit findet dieses Modell nicht weniger Unterstützung als damals. Aber es sind nun seit Jahrzehnten mehrere Probleme bekannt, die mit diesem Modell zusammenhängen. Zum einen widerspricht es den bisher bekannten physikalischen Gesetzen. Lehrsätze von Hawking und Penrose, wie es selbst Stephen Hawking 2018 noch sagte, die von ihm und Penrose bewiesenen Theoreme und Axiome beweisen, dass das Universum zum Beispiel einen Anfang hatte. Diese Lehrsätze zeigen, dass solange die allgemeine Relativität in diesem Universum Gültigkeit hat, die Existenz einer Initialsingularität, eines Uranfangs, unumgänglich ist. Und darüber hinaus ist es unmöglich,
eine Singularität aus einem daraus entstehenden Zustand zu durchlaufen. Und es gibt keine bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die ein sich ausdehnendes Universum umkehren und veranlassen könnten, sich plötzlich wieder zusammenzuziehen, bevor es an der Singularität abprallt. Die gesamte Theorie war eine theoretische Abstraktion. Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Universum sich an einem bestimmten Punkt wieder zusammenziehen muss, damit es überhaupt oszillieren kann. Damit das geschehen kann, müsste das Universum genügend Schwerkraft erzeugen. Dazu müsste es eine Dichte haben, die letztlich seine Ausdehnung so stark verlangsamen würde, dass es irgendwann zum Stillstand käme und sich dann mit zunehmender Geschwindigkeit zusammenzöge. Schätzungen zeigen jedoch durchgängig, dass das Universum bei weitem nicht über die Dichte verfügt, die nötig wäre, damit es sich wieder zusammenziehen kann, selbst wenn man bei den Berechnungen nicht nur dessen leuchtende Materie berücksichtigt, sondern auch alle unsichtbare, bislang nicht messbare dunkle Materie. Jüngste Untersuchungen, die 1998 in 5 verschiedenen Labors durchgeführt wurden, ergaben, dass sich das Universum mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht zusammenziehen, sondern für immer weiter ausdehnen wird. Aber was das Überraschendste war, die Untersuchungen haben sogar ergeben, dass sich die Ausdehnung nicht verlangsamt, sondern sogar beschleunigt. Und genau das ist der Nagel zum Sarg des Oszillationsmodells. Ja? Selbst wenn es physikalisch möglich wäre, dass sich das Universum wieder zusammenzöge, so haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass die Entropie von einem Zyklus zum nächsten erhalten bliebe, was wiederum den Effekt hätte, dass jede Ausdehnung immer größer und größer würde. Wenn man diese Entwicklung nun einmal zeitlich zurückverfolgen würde, was bekommt man dann? Das Universum wird kleiner und kleiner, bis man schließlich zum kleinsten Zyklus gelangen würde und dann zum Beginn des Universums. So schätzt dann auch Joseph Silk in seinem Buch Der Urknall, selbst wenn das Universum oszillieren würde, hätte es bis heute nicht mehr als 100 Oszillationen durchlaufen können. Ja? Und all das scheint jetzt darauf hinzuweisen, dass diese Theorie tatsächlich zum Scheitern verurteilt war. Sagan war ein Agnostiker, der immer wieder gerne darauf hinwies, dass das Universum alles ist, was es gibt oder je gegeben hat und je geben wird. Ja? Und die Indizien weisen darauf hin, dass das Universum selbst im Oszillationsmodell einen Anfang hat. Und dann müssen wir wieder fragen, die Gesetze für die Oszillation und wer den Anfang geschaffen hat, bringen uns dann wieder zum Problem, dass wir jemanden brauchen, der die erste Ursache war. Selbst heute werden noch Abwandlungen dieser Theorie vorgelegt und dieses zyklische Universum, ja, da wird zum Beispiel behauptet, der Urknall sei nicht der Anfang der Zeit, sondern eine Brücke zu einer vorausgegangenen Epoche. Er sagt, das Universum werde einer endlosen Abfolge von Zyklen unterzogen, in denen es sich zusammenziehe und mit einem ausdehnenden Knall wieder auftauche und dazwischen lägen Trillionen von Jahren Evolution. Er behauptet weiter, dass eine geheimnisvolle schwarze Energie das Universum zunächst auseinanderdrücke und zwar mit zunehmender Beschleunigung, diese Energie dann jedoch ihre Eigenschaften verändere, was dazu führe, dass das Universum sich zusammenziehe und dieser Vorgang werde dann Zyklus für Zyklus wiederholt. Es beruht auf einer bestimmten Variante der Stringtheorie, eine Alternative zum Quarkmodell der Teilchenphysik. Dabei wird davon ausgegangen, dass unser Universum eine dreidimensionale Membran in einem fünfdimensionalen Raum ist und dass es eine weitere dreidimensionale Membran gibt, die sich in einem ewigen Kreislauf befindet, indem sie sich der anderen Membran nähert und dann damit kollidiert. Es wird angenommen, dass dies zu einer Ausdehnung unseres Universums führt, und zwar vom Punkt des Zusammenpralls aus. Dann zieht sich unser Universum wieder zurück und der Zyklus wiederholt sich stets aufs Neue. Der Grundgedanke dabei ist, dass dieses fünfdimensionale Universum ewig und ohne Anfang sei. Man hat also ein zyklisches Universum von einem Universum, das sich einerseits ausdehnt, andererseits ist aber dieses größerdimensionale Modell als Ganzes ewig. Nun, es ist ja nun nicht mal ein Modell, sondern eine Art Szenario, die noch gar nicht vollständig entwickelt worden ist. Die Gleichungen für die Stringtheorie sind bisher noch nicht einmal aufgestellt, geschweige denn gelöst worden. Das alles ist also extrem spekulativ und unsicher.
Ja? Dieses zyklische Szenario hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Zum einen stimmt es nicht mit der Stringtheorie überein, auf der es basiert, ein Problem, das bisher noch niemand hat lösen können. Außerdem handelt es sich hierbei um nichts anderes als die fünfdimensionale Ausgabe des dreidimensionalen oszillierenden Universums. Und als solches ist es teilweise mit denselben Problemen konfrontiert wie das alte oszillierende Modell. Noch interessanter ist jedoch, dass Alan Good, ein Verfechter der Inflationstheorie, um zwei weitere Physiker 2001 einen Artikel darüber verfasst haben, wieso das Konzept der Inflation nicht mit einer unendlichen Vergangenheit in Einklang zu bringen ist. Sie waren in der Lage, ihre Ergebnisse zu verallgemeinern und konnten so aufzeigen, dass diese auch auf mehrdimensionale Modelle anwendbar sind, wie das in ihrem Artikel. Es zeigt sich also, dass selbst das fünfdimensionale zyklische Modell einen Anfang beinhalten muss, da wir sonst in einen infiniten Regress kommen, der nicht nur philosophisch, sondern auch logisch und mathematisch und naturwissenschaftlich ein Fehlschluss ist. Das bedeutet, bei unendlichen Zyklen muss irgendwann der Anfang der Zyklen sein und dann sind wir ja wieder beim sogenannten, den Atheisten so unliebsamen Anfang. Es ist erstaunlich, dass das alles ein stimmiges Bild ergibt. Theorien, die aufgestellt wurden, um das Problem zu umgehen, dass unser Universum einen Anfang hatte, haben sich entweder als unhaltbar erwiesen oder sie kommen auch zu dem Ergebnis, dass es einen Anfang gab. Und das ist ja etwas, das die Verfechter unter allen Umständen zu vermeiden versucht haben. Ja? Und die Zukunft eines solchen zyklischen Szenarios wird wahrscheinlich Gegenstand weiterer Untersuchungen sein, aber André Linde, ebenfalls ein Vertreter der Inflationstheorie, sagt, dass dieses Konzept bei Journalisten sehr beliebt und bei Kosmologen sehr unbeliebt ist. Wenn wir bei Linde sind, er hat noch eine andere Theorie aufgestellt, die unter der Bezeichnung chaotische Inflation bekannt wurde und der es gelungen ist, die Notwendigkeit eines Anfangspunktes zu eliminieren. Er hat nämlich spekuliert, dass vielleicht die Inflation, also dieses rasche Aufblähen des Universums, nie wirklich aufhört. Er sagt, dass sich das Universum vielleicht wie ein Ballon aufbläht und selbst wenn es einen bestimmten Punkt erreicht, dann spaltet sich dieser aufgeblähte Teil ab und beginnt ebenfalls sich auszudehnen und dann dehnt sich daraus wieder etwas heraus. Man hat also eine Inflation, die eine weitere Inflation hervorbringt und so geht das ewig weiter. Die Frage, die sich ja dann jedoch zwangsläufig stellt, ist folgende. Gibt es seit ewigen Zeiten solche Inflationen? Könnte jeder inflationäre Bereich das Ergebnis eines zuvor existierenden Bereichs sein, sodass das Universum ein sich ewig ausdehnendes und sich selbst vervielfältigendes Geschöpf ist? Nein. Ein Universum, das sich bis in alle Zeiten ausdehnt, kann nicht auch in Bezug auf die Vergangenheit unendlich sein. Zwei angesehene Physiker haben das bereits 1994 aufgezeigt. Es muss an einer bestimmten Stelle der unbestimmten Vergangenheit einen Anfang geben. Selbst Linde gab zu, dass diese Physiker recht hatten. Und die Quantenmodelle des Universums, wie das von Edward Tyrone, was ist damit? Es gibt unterschiedliche Varianten davon, die aber im Grunde alle die Behauptung aufstellen, unser Universum ist Teil eines aus einem Quantenvakuum bestehenden größeren Mutteruniversums, in dem es zu Fluktuationen kommt, durch welche dann Babyuniversen entstehen. Unser Universum ist eines dieser Nachkommen, unser Universum dehnt sich zwar aus, aber das größere Mutteruniversum ist unendlich und ewig. Ja? Und das hat aber dann wieder das Problem, dass wir eben dieses Mutteruniversum definieren als ein riesengroßes Quantenvakuum. Ein Quantenvakuum ist allerdings, wie bereits gesagt, nicht nichts, sondern ein sehr aktives Meer fließender Energie, das wiederum selbst eine Erklärung dafür fordert, wie es entstanden ist. Was ist für seinen Anfang verantwortlich? Und zweitens besteht an jedem Punkt dieses Quantenvakuums eine positive Wahrscheinlichkeit, das heißt eine Nicht-Null-Wahrscheinlichkeit, dass eine Fluktuation auftrete und ein Universum entstünde. Wenn also das Mutteruniversum ewig wäre, hätte sich irgendwann an jedem einzelnen Punkt ein Universum gebildet. Und dann würden diese Universen aneinander stoßen und miteinander verschmelzen, bis das gesamte Quantenvakuum im Mutteruniversum mit einem unendlich alten Universum gefüllt wäre, was dann jedoch wiederum unseren Beobachtungen widerspricht. Und dieses Modell hat nicht überlebt. Und wir müssen auch sagen, wenn wir von einem Quantenvakuum ausgehen, es ist voller Energie und Information. Und Energie und Informationen brauchen ebenfalls Energie und Information brauchen ebenfalls einen Anfang, denn in der Thermodynamik wissen wir, Energie und im
Energieerhaltungssatz. Im sogenannten Energieerhaltungssatz heißt es ja, Energie kann nicht aus dem Nichts entstehen und nicht plötzlich einfach wieder ausgelöscht werden. Also haben wir auch in dem Sinne wieder, selbst wenn wir von einem Multiversum ausgehen, die Notwendigkeit, dass das Multiversum und überhaupt die Gesetzmäßigkeiten in diesem Multiversum erschaffen worden sein müssen von etwas, das dem Ganze übersteigt, von etwas Transzendentem, also von Gott. Schauen wir uns am Ende aber doch nochmal Stephen Hawking an. Die meisten Entwicklungen innerhalb der Kosmologie fristen eine verborgene Existenz innerhalb der Seiten geheimnisvoller wissenschaftlicher Zeitschriften, von denen nur die wenigsten, und oft sind das ausgerechnet die seltsamsten, überhaupt jemals in der Boulevardpresse Erwähnung finden. Koryphäen auf diesem Gebiet wie Linde und Gut sind kaum gebräuchliche Namen, aber wenn Stephen Hawking spricht, dann merkt das Publikum auf. Als theoretischer Physiker, der seinerzeit Professor für Mathematik an der Universität von Cambridge war, hat er eine Position inne gehabt wie seinerzeit Sir Isaac Newton. Hawking ist zu einer Ikone der Wissenschaft geworden. Er hat Millionen von Exemplare seines Buches Eine kurze Geschichte der Zeit verkauft, auch wenn die Zeitschrift Business Week einmal stichelte, das Buch sei der am seltensten gelesene Bestseller überhaupt, ja. Und selbst als Comicfigur bei den Simpsons taucht er auf bei Star Trek und sogar bei The Big Bang Theory, als Sheldon, der nervöse Sheldon, ihm seine Arbeit präsentierte und Hawking ein bisschen witzig stichelte. Hawking hat ja leider einen Rollstuhl gebraucht und brauchte einen Synthesizer zum Sprechen. Er hat ja eine schwere Muskelerkrankung gehabt, das war natürlich sehr schade. Er war auf der Suche nach einer schwer fassbaren Theorie für alles, wodurch die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie vereinigt würde. Als die Schauspielerin Shirley MacLaine Hawking einmal fragte, ob er glaube, dass Gott das Universum erschaffen habe, antwortete er schlicht nein. Er sagte, wir seien unbedeutende Wesen auf einem unwichtigen Planeten eines sehr durchschnittlichen Sterns in den äußersten Vororten einer von Hunderttausenden von Millionen von Galaxien. Und es ist schwer, an einen Gott zu glauben, den wir interessieren oder auch nur unsere Existenz bemerkt. Doch das ist ja schon mal falsch, denn Gott ist ewig und Gott ist überall. Also, dass er uns bemerkt, ich denke, das ist sehr wahrscheinlich. In einem Kapitel mit der Überschrift Ursprung und Schicksal des Universums in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit schreibt Hawking, wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, dass es durch einen Schöpfer geschaffen worden sei. Doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst abgeschlossen ist, keine Grenze und keinen Rand, wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer? Und wenn wir das Ganze verdeutlichen. Die Standard-Urknall-Theorie lässt sich durch einen Kegel darstellen. Die Spitze des Kegels stellt den Anfang des Universums dar. Die Anfangssingularität. Den Punkt also, an dem sich der Urknall ereignete. Das ist der Anfangspunkt und er ist klar abgegrenzt. Die Ausdehnung des Universums, während es älter wird und wächst, wird durch die sich weitende Form des Kegels dargestellt. Hawkings Modell sieht auch wie ein Kegel aus, mit dem Unterschied, dass dieser nicht an einem Punkt endet. Das sieht dann aus wie ein Federball. Das Ende des Kegels endet nicht mit einer punktartigen Spitze, sondern war abgerundet. Keine Anfangssingularität. Da ist keine scharfe Abgrenzung. Wenn man an der weitesten Stelle des Kegels starten und dann in der Zeit zurückgehen würde, würde man nicht zum Anfangspunkt zurückkommen. Man würde einfach einer Krümmung folgen und dann würde man merken, dass man in der Zeit vorwärts geht. Ja? Und es gäbe keinen Anfang, kein Ende, keine Grenzen. Das Universum habe es schon immer gegeben. Das hat ja Hawking dann auch später widerrufen. Ja? Er hat einen philosophischen Fehler begangen, indem er davon ausgegangen ist, dass es einen Anfang zu haben automatisch beinhaltet, dass man einen Anfangspunkt hat. Zugegeben, es gibt hier keinen einzelnen Punkt. Aber man beachte Folgendes. Das Universum ist endlich, was seine Vergangenheit angeht. Es hat immer noch einen Anfang in dem Sinne, dass es eine endliche Dauer in Bezug auf die Vergangenheit hat. Um es anders auszudrücken, man nehme eine Zeitspanne, eine Sekunde, eine Minute oder ein Jahr. Vor jeder endlichen Zeitspanne, die man wählt, gibt es nur eine endliche Anzahl gleicher Intervalle. Und in diesem Sinne hat auch Hawkings Modell einen Beginn. Sogar er sagt, dass das Universum seinen Ursprung im Nichts hat
und zwar in dem Sinne, dass absolut nichts davor kommt. Das wäre also ein Beispiel für ein Modell, das zwar einen Anfang hat, aber nicht auf eine Anfangssingularität zurückzuführen ist. Viele Wissenschaftler versuchen genau so etwas zu erarbeiten, weil sie dann die physikalischen Gesetze auf die komplette Vergangenheit des Universums anwenden ließe. Sie versagen nicht bei der Berechnung einer Anfangssingularität und das gefällt ihnen besser. Hawkings Modell ganz wörtlich nehmen, das ist das, was wir gerade getan haben. Aber es ist auch wichtig anzumerken, dass er diesen Abrundungseffekt nur erzielt, weil er die reellen Zahlen in seinen Gleichungen durch imaginäre Zahlen ersetzt. Also Vielfache der Quadratwurzeln einer negativen reellen Zahl. In diesem Modell verwandeln sie Zeit in eine räumliche Dimension. Das Problem dabei ist aber folgendes. Wenn imaginäre Zahlen benutzt werden, dann sind sie einfach nur Hilfsmittel, die verwendet werden, um die Gleichungen zu schmieren und das Ergebnis herauszubekommen, das der Mathematiker erreichen will. Das ist auch in Ordnung, aber wenn man ein echtes physikalisches Ergebnis herausbekommen möchte, dann muss man die imaginären Zahlen in reale Zahlen umwandeln. Hawking weigert sich jedoch, sie umzuwandeln. Er belässt alles auf rein imaginärer Ebene. Wenn man die Zahlen aber jetzt in reale umwandelt, dann kommt die Singularität wieder zum Vorschein. Und die Singularität ist in Wirklichkeit die ganze Zeit da. Durch den Kniff mit den sogenannten imaginären, mit der sogenannten imaginären Zeit ist sie nur verborgen. Das bestätigt Hawking auch in einem nachfolgenden Buch, das er mit Roger Penrose geschrieben hat. Er sagt, er gäbe nicht vor, die Realität zu beschreiben, denn so sagt er, er wisse gar nicht, was Realität sei. Also gibt Hawking selbst zu, dass sein Modell keine realistische Beschreibung des Universums oder dessen Ursprungs ist. Es ist ein mathematischer Kniff, mit dem man den Anfang des Universums im Modell so darstellt, dass dabei keine Anfangssingularität vorkommt. Ja? Und er war selbst nicht in der Lage, Gott mit Erfolg aus der Gleichung zu eliminieren. Bei dieser ganzen Geschichte ist es wichtig zu verstehen, wie sich die Situation, sagen wir im Vergleich zu vor 100 Jahren, geändert hat. Damals mussten Christen ihren Glauben an die biblische Aussage aufrechterhalten, dass allem Anschein und allem wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz das Universum doch nicht ewig ist, sondern vor langer Zeit aus dem Nichts erschaffen wurde. Heute stellt sich die Situation genau umgekehrt dar. Es ist jetzt der Atheist, der an dem Glauben daran festhalten muss, trotz aller gegenteiliger Beweise, das Universum vor einer endlich langen Zeit habe keinen Anfang gehabt, sondern sei doch irgendwie ewig. Ja? Der Christ kann auf die biblische Wahrheit vertrauen, weil sie mit Erkenntnissen der Mainstream-Astrophysik und der Kosmologie übereinstimmt. Es ist der Atheist, der nun großes Unbehagen empfindet und sich heute ins Abseits gedrängt fühlt. Ja? Und die philosophischen und wissenschaftlichen Indizien sowie die moderne Kosmologie weisen überzeugend auf die Schlussfolgerung hin, dass es Gott wirklich gibt und er das Universum geschaffen hat. Ja? Und daher ist es so, dass wir jetzt ganz klar sagen können, es ist vollkommen falsch und vollkommen gescheitert zu sagen, dass wir heutzutage noch glauben könnten, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Denn auf der einen Seite die Astrophysik und die Entstehung des Universums zu betrachten, benötigt das Kalam-kosmologische Argument. Auf der anderen Seite die Existenz Gottes vor diesem Hintergrund auszuschließen oder zu leugnen, ist das Absurdeste, was ein Mensch heutzutage tun kann. Denn da muss er wirklich jede Logik über Bord werfen. Die Lösung heißt Gott. Nicht, weil sie eben ein Lückenbüßer ist, weil sie eine vorübergehende Erklärung ist oder einfach, weil wir uns das wünschen würden, sondern weil Gott die einzige Möglichkeit ist, die vorhandenen Fakten zu erklären.